Herzlich willkommen bei Feuerwilli, das bin ich. Heute geht es um das Thema, was mache ich, wenn es brennt? Und es geht nicht an die Feuerwehrleute heute, nicht nur. Es ist eigentlich jetzt auch ein Zweiteiler, und zwar werden wir jetzt einmal darüber reden, was ihr beachten solltet bei euch zu Hause, wenn es brennt, wie ihr euch verhaltet, worüber ihr nachdenken solltet. Und im zweiten Teil, diesen Link blende ich nachher ein, geht es darum, was passiert, wenn ich Kohlenmonoxid einatme. Okay? Deshalb nehmt euch einen Moment Zeit, ich denke, das kann ganz wichtig sein für euch. Was mache ich, wenn es brennt? Wir stellen uns jetzt mal vor, es ist ein Raum, in dem brennt es. Noch ganz klein, also der Brandherd befindet sich in einem Raum hinter einer verschlossenen Tür. Da geht es schon los, wenn es brennt. Nicht Fenster aufmachen und Türen auf, ne, dass man denkt, Durchzug, das Feuer geht dann irgendwie raus. Nein, zu, das Feuer möglichst von Sauerstoff fernhalten. Je dichter der Raum ist, die Tür zu, desto mehr Schaden und desto mehr bremst ihr das Ausbreiten des Feuers, okay? Super. Also es brennt irgendwo bei euch zu Hause, in irgendeinem Raum und die Tür ist zu. Was ihr natürlich macht, ist 112 anrufen, ne? Die Feuerwehr. Jetzt kommt eine Sache, auf die ich kurz eingehen möchte. In den meisten Fällen kommt die freiwillige Feuerwehr, ne? Die 112. 112 anrufen heißt nicht unbedingt von der Wohnung aus oder vom Haus aus in drin. Ihr könnt auch rausgehen und das Handy benutzen. Heutzutage ist das ja ein bisschen einfacher. 112. Ich möchte kurz darauf eingehen, was es bedeutet, eine freiwillige Feuerwehr zu haben. Ich weiß nicht, wo ihr wohnt, in der Stadt. In der Großstadt hat man das Glück, da hat man wahrscheinlich eine Berufsfeuerwehr. Normalerweise, wie bei uns auf dem Land, ist eine freiwillige Feuerwehr. Das heißt, hier ist tagsüber keiner, ne? Hier ist leer. Der Raum, wo ich mich befinde, da ist seit 3 Tagen keiner drin gewesen. Okay? Weil wir vor 3 Tagen Dienst hatten. Aber normalerweise ist hier keiner. Das heißt, es gibt keine geheime Superfeuerwehr, die nur zu eurem Einsatzfall kommt, wenn ihr sie braucht. Die ihr sonst nie seht, aber eine Top-Elite-Truppe kommt da nicht. Das ist die freiwillige Feuerwehr im Ort. Die gute Nachricht ist, die ist auch top. Aber man glaubt gar nicht, wer das jetzt ist. Also es kommt keine geheime Superfeuerwehr. Okay, und diese freiwillige Feuerwehr besteht aus den Leuten, mit denen du feierst, mit denen du ins Kino gehst, die du auf der Straße triffst, der Nette, der Große, die Kleine, die Hübsche, die Hässliche, der Nette, der Unsympathische. Aber aus solchen Leuten, aus Bankern, Landwirten, Programmierern, keine Ahnung, alles Mögliche, setzt sich eine freiwillige Feuerwehr zusammen. Das wissen viele nicht. Viele denken, wie gesagt, da kommt irgendeine Superfeuerwehr. Nein, die Feuerwehr im Ort. Und das ist auch gut so. Ne? Es sind ganz normale Menschen, die ein Hobby haben, dich zu schützen. Ich will da jetzt nicht auf die Tränendüse drücken, aber das sollte man schon wissen. Dann versteht man auch, warum manche Leute im Dorf sonntags mal zum Dienst fahren und so. Die müssen das halt auch üben. Und die machen richtig gute Feuerwehr. Alle freiwilligen Feuerwehren. Okay. Das heißt, zurück zu der Situation. Ich habe eben gesagt, es brennt hinter einer verschlossenen Tür. Es ist noch kein Qualm zu sehen. Ne? Warum Qualm so gefährlich ist? Der zweite Teil. Total gefährlich. Kein Feuer, was einen jetzt direkt gefährdet. Und alle Personen und Tiere sind außer Gefahr. Das ist das Wichtigste. Erstmal Haustier, also Personen raus, Familie raus, Nachbarn Bescheid sagen, die Tiere retten, auch den Wellensittich, Katzen, Hunde, die reagieren auch immer nicht so, wie man es vielleicht erwartet. Die haben vorher auch, entwickeln auch eine Panik. Also wenn alle Personen und Tiere außer Gefahr sind, wir stellen uns mal vor, es ist wirklich nur ein Feuer hinter der Tür und man lässt die Tür lieber zu, ruft die professionelle Feuerwehr. Okay, weil wenn man die Tür aufmacht, kann es eine böse Überraschung geben. Tür zulassen, Feuerwehr rufen, so. Und man hat jetzt einen Moment Zeit. Jetzt kommt meine Aufgabe an dich, die dich mal zum Überlegen anregen soll. Okay? Du hast gleich 10 Sekunden Zeit. 10 Sekunden ist schnell vorbei. 10 Sekunden Zeit. Bereit? Ich stelle jetzt eine Frage, und zwar, was nimmst du mit? Und wo liegt das im Haus? Angenommen, du hast die Zeit, darüber nachzudenken. Du willst eigentlich zur Tür raus und denkst, es ist ja nur das eine Zimmer da hinten. Zeit ist übrigens vorbei. Nicht weiterdenken. Was nehme ich jetzt mit?
Ich gebe euch noch 2 Sekunden. Was und wo? Für was hast du dich entschieden? Mir persönlich würden jetzt Sachen einfallen, wie zum Beispiel Fotoalben, irgendwie Familienerinnerungen, die man nicht wieder beschaffen kann, wenn die verbrennen, Rentenunterlagen, wichtige Dateien auf dem Rechner, Projekte, ne? Weiß man, wo der Rechner ist, kann man vielleicht einfach aus dem Fenster schmeißen schnell, Finanzunterlagen, irgendwas. Ich möchte nur, dass ihr darüber nachdenkt und vielleicht, ich möchte nicht, dass ihr jetzt ein Superhelden werdet und das ganze Haus ausräumen, während es brennt, darum geht es nicht. Es geht darum, dass ihr bitte vorher, am besten noch heute, Unterlagen, die wichtig sind, kopieren und natürlich dann woanders deponieren. Bei der Familie, bei den Eltern, vielleicht auch im Keller. Daran denken, auch im Keller kann es mal einen Rohrbruch geben. Wir hatten auch schon so Hochwasser, vor kurzem erst im Keller. Das richtet auch Schaden an. Da auch an sowas denken. Aber kopieren die Unterlagen, Dateien, Backups, meine Festplatte machen mit allen Bildern und vielleicht beim Freund deponieren. Ne? Wichtige Dinge sammeln, das heißt vielleicht einen Karton erstellen, wo man die ganzen Sachen drin hat. Und vor allem passend lagern. Drüber nachdenken, lohnt es sich eine Kopie neben den Original zu legen oder sollte man es vielleicht irgendwo anders hinlegen? In der Garage? Wer weiß das? Okay? Das ist mir wichtig, dass ihr darüber Gedanken macht. Wenn es soweit ist, ist es zu spät. Glaubt es mir. Weil wenn ihr jetzt so schnell reagieren müsstet und alles zusammensuchen müsstet, keine Chance. Wichtig ist, die Botschaft rettet euch und eure Familie als erstes und die Haustiere, alles, was euch lieb ist. Okay? Materielle Sachen kann man immer noch zur Not ersetzen, irgendwie schon, aber manche Sachen halt auch nicht. Ne? Gut. Wir kommen gleich zu dem Thema, warum ist CO und Kohlenmonoxid, das ist nur ein Sauerstoff, so gefährlich. Okay? Schaut euch bitte jetzt diesen Film da unten an. Und wir gehen darauf ein, warum das im Brandfall bei euch gefährlicher sein kann als das Feuer selbst. Okay? Super. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ein Abonnement. Freue ich mich mal riesig drüber. Dann sehe ich, dass es euch was bringt und ich mache weiter. Okay? Super. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Den Film. Euer Feuerwehr-Willi.